Hey alle zusammen, willkommen zurück zu Verkäu 5. Ja, dort seht ihr schon unsere Quest. Wir machen aber hier so eine Nebenbei-Quest kurz, die ist ziemlich nah. Genau, und ich würde sagen, wir landen schön auf dem Berg. Und zwar hier. Naja, was wolltest du denn? Jetzt sehe ich dir auch noch überall. Hallo? So, unsere Feinde. Komm, ich kann jetzt Sniper hier. Zwei von den Dingern. Einer ist schon mal platt. So, den Hund bräuchten wir nicht erstmal. Das heißt, passt auf. Wo ist denn die Pelle? Die kann eigentlich. Genau. Und er soll mal so eine kleine Bombe hier. Es hat gut geknallt. Ne? Als Maul. So, Attacke. Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Seht ihr den? Ach, da ist er doch. Cool. So, nochmal. Okay. Irgendwie treffe ich nicht so. Ich liebe sie, weil sie mich hierher.
So, jetzt können wir eigentlich mit unserem Hubschrauber. Wo ist sie denn? So, dann können wir ja wieder. Du weißt, wo du mich findest. Yeah. So, bin in deine Sünden verdorren im Licht. Haha, ich hab dich. Das war sogar der letzte. Auch nicht schlecht. Fettes Haus, ein dicker Villa. Die Kultisten bist du erstklassig losgeworden. Vielleicht kannst du mir auch noch bei was anderem helfen. Ja, das war mir schon klar. Gute Arbeit bei der Befreiung des Hot Springs Hotels, Rookie. Jetzt können wir das alte Gebäude als Unterschlupf nutzen, auch wenn die meisten Leute sich das zweimal überlegen werden. Manche behaupten, es wäre ein Spukhaus. Aber ich habe auf solchen Kriegen okay. Nicht viel gegeben. Egal. Mache weiter so, Rookie. Schlüssel benötigt. Es geht auch nichts über einen Tag in der Sonne. Mal für den Sniper. Das Gefängnis, wir haben hinter dem Wasserfall bei der Dead Man's Mill ein paar Sachen verstaut. Wenn du die Maschinen reparierst, die im Kampf mit der Sekte beschädigt wurden, kannst du das Wasser kippen und zu ihnen runterklettern. Gerade wenn man meint, es könnte nicht schlimmer kommen. Halt mich nicht für verrückt, aber... Das ist ein irrer Bär in Lydias Höhle. Die Sekte hat wohl ihre Drogen eingesetzt, um ihn in eine lebende Superbärenwaffe zu verwandeln. Hat nicht geklappt. Und jetzt ist er frei. Er ist wirklich böse und echt stark. Wir haben ein paar Leute losgeschickt, ihn zu töten, aber keiner kam zurück. Ich hoffe, du schaffst es, uns von dem Viech zu befreien. Bitte. Bevor er noch mehr Menschen tötet. Diese Waffe wurde kaum benutzt, bevor die Sekte aufgebrochen wurde. Ja, dann machen wir noch mal die Quest, wie er gesagt hat. Wir töten einfach mal. Das können wir also gut. So, ab zu unseren Hubschrauber. Wow, schwimmen gehen? Sieht irgendwie eklig aus. Treuer kleiner Scheißer, oder? Kurze Ladezeit nehme ich an. Ladehemmung, Ladehemmung. So, ups. Was war denn mit denen los? Okay, alles aufsitzen.
So, wir können auch wunderschön landen. Und dann geht's in die Hölle. Um den Bären hier kalt zu machen. Sind wir schon wieder auf Drogen. Scheiß, was hier alles rumliegt. Alter. Wo ist er denn jetzt? Ah, dauert ab. Jetzt bin ich auch noch runtergefallen hier. Fuck. What the fuck? Das ist ja wie ein Horror. Yeah, wir haben den. Schnell raus hier. Erledigt. Genau, das machen wir jetzt. Ist sie jetzt drin oder nicht? Ja. Das ist ein hoher Berg hier. So, ab geht die Post. Ich würde sagen, auf dieser kleinen Insel hier landen wir mal. Da komme ich jetzt nicht hoch oder was? Oh, hallo? Okay, dann außerhalb. So, Lage abchecken hier. Okay.
Also Alarmsignale kann ich erstmal nicht erkennen, das heißt, die können wir noch eigentlich platt machen. Der ist schon mal down. Keine Munition vergeuden. Hab ein. Die schießt ziemlich gut. Ansonsten sehe ich da niemanden. Mal rüberfliegen. Schön zu verschnaufen. Okay, wenn sie sagt Ziele, dann. Hier rein. Siehst du sie? Die transformative Macht des Glaubens. Die armen, von Zweifeln geplagten Seelen werden hierher gebracht, um Erleuchtung zu finden. Wunderschön, nicht wahr? Ich suche mir einen besseren Winkel. Ja, der wollte schon melden. Kleiner Drecksack. Komm ich jetzt hier hoch? Wie komme ich da hoch? So ab nach oben wieder. Wie komme ich nach oben? Ich hoffe, du bist bereit, Rookie. Wenn unser Timing stimmt, dann taucht diese Priesterin jede Sekunde auf. So, die sind auch befreit. Wo ist denn diese Priesterin? Ich hab die platt gemacht. Ich wusste, dass du uns helfen würdest. Ich brauche mehr. Dafür werden die bezahlen. Wo ist denn die Priesterin? Ich möchte gerne. Ja,
Ah, hier ist sie doch. Hallo, du Hübsche. Gute Nacht. So, übrige Geister sollen wir jetzt retten. Okay, mal gucken, wo die noch sind. Welche? Hallo, ist hier noch jemand? Was mit dir? Nur am Schlafen oder? So, jetzt bin ich eigentlich hier ganz unten. Also ich sehe wirklich keine weiteren im Moment. Dann gehen wir mal eine Etage höher. Ja. Was sind denn noch Gefangene? Da ist ja einer. Oh, mich genau richtig sogar gelaufen. Rookie, hier spricht der Herr. Schrecklich. Ich habe gehört, dass du Fees Priesterin getötet hast und ein paar unserer Leute retten konntest. Dass die Kugas wieder ins Spiel gebracht. Klasse Leistung, Rookie. Klasse Leistung. Yeah! Deputy, ich muss gestehen, ich hätte nie gedacht, dass wir es so weit schaffen würden. Aber du trägst diesen Kampf zu Faith und sie weiß, dass sie ihn verliert. Also weiter so. Und vergiss mir Burke nicht. Falls du den Marshall da draußen rumwandern siehst, dann schnappst du ihn dir, Rookie. Wir müssen ihn aus dem Bliss rausholen. White House Ende. Als erster danken, Rookie. Du hast alle Vermissten aufgespürt. Irgendwie passt da, Rookie, nicht mehr. Wird mir schwerfallen, dich nicht mehr so zu nennen. Ausgezeichnete Arbeit, Deputy. Juhu! Der Freund und Helfer. Folgen haben sich dafür entschieden. Wer bist du, dass du sie aufhalten willst? Diese Pilger suchen Erlösung. Störe sie noch einmal. Ab zu unserem Hubschrauber. Und wir sehen uns gleich. Du wurdest gesegnet. Thank you.